herein. Ach, du bist es, Frederick. Sie sind doch nicht gekränkt, oder, Miss Twink? Weshalb denn? Wegen der dusseligen Bemerkungen meiner Brüder. Ach, deine Brüder sind gegen die Witzbolde, mit denen ich auf dem College zusammen war, die reinsten weißen Knaben. Im Ernst? Wirklich? Mach dir um mich keine Gedanken, Frederick. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ist gut. Ich gehe zur Schule, Ma. Vergiss nicht, mittags nach Hause zu kommen und mir bei der Arbeit zu helfen, ja? Vergesse ich nicht. Warte, ich komme mit, Jody. Gehst du jagen, Pa? Oh nein, Julia, du bleibst hier. Dash, hierher. Wo willst du denn mit dem Hund hin? Ich will mal sehen, ob er ein guter Jagdhund ist. Komm, Jody. Bis später. Nein, du bleibst schön hier, Julia, verstanden? Hast du gehört? Du bleibst hier. Du bist nicht der einzige Jagdhund auf der Welt. Du magst Julia nicht besonders, stimmt, Jody? Ach, sie nervt mich, weil sie mich immer anbellt. Das musst du ihr nicht übel nehmen. Sie kennt dich eben schon dein Leben lang. Gerade deswegen muss sie mich ja nicht andauernd anbellen. Na, hoffen wir, dass Dash sich als guter Jagdhund bewährt. Ja, dann können wir losziehen und Meister Petz den Bären jagen. Julia und Dash müssen ihn stellen. Dann haben wir ihn. So, Jody, denk dran. Wenn du irgendwas nicht verstehst, frage Miss Twink. Sei nicht schüchtern. Mach ich. Los, komm, Dash. Viel Glück, Dash. Viel Glück. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Nicht zu glauben, aber Frederick singt. Jetzt kann ich das A, B, C. Guten Morgen, Jody. Du bist spät dran, Jody. Was ist denn das? Keine Angst, Jody. Mein Vater wollte unbedingt, dass Miss Twink die Garte mitnimmt. Vielleicht ist sie ja für irgendetwas nützlich. Ja, richtig. Aber haben wir denn heute keinen Unterricht? Ich dachte, weil heute so ein schöner Tag ist, lernen wir im Freien. Hier, Jody, ich habe dein Buch mitgebracht. Oh Mann! Draußen Schule abhalten, nur weil schönes Wetter ist? Die sind heute früh losgegangen wie zu einem Picknick. Ich habe schon Penny gesagt, dass ich sie für zu jung halte. Jetzt bin ich ganz sicher. Ja, und inzwischen kostet sie uns einen Haufen Geld. Aufgepasst, Dash. Los, hol es dir. Dash, komm zurück! Das ist ja großartig. Der Hund hat Angst vorm Schießen. So, das sind eure Lesebücher. Jody? Danke. Frederick? Danke. Lernen zum Beispiel die Kinder in Eulelis Schule auch so schwere Sachen, Miss Twink? Kein Wunder, dass Eulelie die Nase so hoch trägt. Nein, so müsst ihr nicht denken. Ihr beide wisst nämlich vieles, was Eulali noch nicht weiß. Ja, zum Beispiel, wie man eine Mühle baut. Und, Und wir wissen auch, wie ein kleines Rehkitz zur Welt kommt. Ihr habt gesehen, wie ein Kitz geboren wird? Ja, und es mag die Mühle, die ich gebaut habe. Ach, du meinst wohl eine Wassermühle, stimmt's? Ja, ich habe sie ganz allein gebaut. Genau, Jody kann tolle Mühlen bauen. Wirklich? Ich habe sie an Fredericks und meinem Geheimplatz aufgestellt. Wir nennen ihn Meerestal. Den kennen nur Hasen und Eichhörnchen. Genau. Jedenfalls hatte ich schon ganz lange an der Mühle gearbeitet. Und ehe ich sie im Wasser ausprobierte, sollte sie ganz perfekt sein. Und als ich mir sicher war, dass sie funktioniert, ging ich ins Meerestal an den Fluss hinunter und habe die Mühle im Wasser aufgebaut. Schließlich setzte ich die Mühle auf die Stützen, hielt vor Spannung die Luft an und ließ los. Und sie funktionierte. Genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Später ging ich nochmal hin, um sie mir anzusehen. Und da tauchte das Kitz auf. Musik.
Augen nicht. Ein echtes kleines Rehkitz. Und als ich es rief, kam es zu mir rüber und leckte mir die Hand. Ach so, das Kitz war auch gekommen, um sich die Mühle anzusehen. Jody, du hast wirklich sehr viel Glück. Ja, das habe ich. Soll ich Ihnen die Mühle gleich mal zeigen, Miss Twink? Oh, das wäre wunderbar. Und vielleicht kommt ja das Kitz wieder. Ja. Da kommt Master Pitts! Schnell, Miss Twink, laufen Sie weg! Hau ab, du! Hau ab! Hau endlich ab! Hilfe! Keine Sorge, es ist nur ein Kratzer. Ein Glück, dass mein Vater gerade noch rechtzeitig gekommen ist. Mhm. Zum Glück habe ich die Spuren von Meister Pitts gesehen und bin ihn hierher gefolgt. Ich glaube nicht, dass Miss Twink jetzt noch hierbleiben wird. Ausgerechnet beim ersten Waldausflug von Miss Twink taucht dieser gemeine Bär auf. Ja, genau. Und gerade, wo alles so schön lief. An diesem Platz hätte ich den Bären am wenigsten erwartet. Hm? Wie geht es ihr, Pa? Es geht ihr gut, Jody. Sie ist allerdings noch etwas mitgenommen, aber es wird schon wieder. Ich bin froh, dass es keine schlimme Verletzung ist. Sie möchte jetzt mit euch beiden reden. Mit uns reden? Hm? Kommt nur näher. Ach, Miss Twink, Meister Pitts hat noch nie einen Menschen angegriffen. Irgendwas stimmte nicht mit ihm. Ja, er ist manchmal hinter unserem Vieh her, aber Menschen hat er noch nie gejagt. Ach, bitte gehen Sie nicht weg, Miss Twink. Ich werde den Bären mit meinem Vater jagen und ich verspreche Ihnen, dass... Jody, ich lasse euch beide nicht im Stich. Ich habe nicht vor, mich einfach so wie Dash zu verdrücken. Hm? Aber wir... Außerdem, wie könnte ich weggehen, wo ich noch nicht mal dein Rehkitz gesehen habe? Hm? Oh. Sie bleibt hier! Sie bleibt hier! Sie bleibt hier! In diesem Moment beschloss ich, eine ganz neue Mühle für das kleine Kitz zu bauen, weil ich das Gefühl hatte, dass Miss Twink nur deshalb hier geblieben war, weil sie das kleine Kitz sehen wollte. Frederick meinte, wir sollten mal nachsehen, ob das Kitz da wäre. Also liefen wir los und lachten den ganzen Weg bis zum Meerestal.